da habe ich gehört, wir starten mal, oder? Einen wunderschönen guten Abend zusammen, herzlich willkommen. Nächster Lauf von der Hofe Simracing haben wir am Start. Olden Park, habt ihr mit Sicherheit erkannt die Strecke. Extrem bumpy werden heute Abend wieder, aber ich muss da zum Glück nicht durch, sondern die Fahrer. Das ist ein Riesenvorteil im ersten Moment. Schauen wir mal. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Und müsste der, was habe ich hier Titel stehen? Genau, 6. Durchgang von 12 sein. Rennkalender ausgeschlafen, nicht rasiert. Ja, so gerade mal grob drüber, oder? Matthias, vielen, vielen lieben Dank für deinen Primary Sub. Willkommen zurück im 9. Monat. Dankeschön. An der Stelle auch noch an dich, mein lieber Snacks. Willkommen zurück im 15. für deinen T1 Resub. Danke dir. Vielen, vielen lieben Dank. Wunderschönen guten Abend, Grey Wolf. Vanessa ist auch mit am Start. 6 von 11. Wieso 11? Ehrlich? Katastrophe, ey. Ja, wer rechnen kann, wer zählen kann, ist klar im Vorteil, verdammte Axt. Ja, ich muss es ändern. Ist ja gut, okay, hast ja recht. Ja, Katastrophe. So, also Olden Park, wie gesagt, 16 Minuten. 16 Minuten wäre ein bisschen knapp. Da kommen wir mit dem Quali noch nicht mehr hin, so ungefähr. Ja, 11, ja genau, 11 anstatt 12. 11, oder? Ingo, vielen, vielen Dank fürs gegiftete Sub an Engelchen. Wie ich jetzt eben gerade mitbekommen habe, ist das angeblich der Kollege Frank. Grüße gehen raus. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Kriegen wir auf jeden Fall gewuppt. Sehr schön. Dann Trailer und Attacke. Ach Gott, ja, ich hab den Bart ab, Ja, das sah ja aus, ne, irgendwann ist ja mal ganz extrem und so, ne, und wenn's dann heißt von wegen, naja, wie viel Kamele kriegst du denn jetzt, dann wird's ganz kriminell. Sehr schön, also, Knirps, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen auch Dolly, schön, dass ihr da seid. 11 mal 11 ist 12 und 30, ja genau, mindestens, Adrian, genau. Sehr schön. Dann noch kurzer Trailer von Soapbox, einer der Partner und Supporter hier bei Hovesim Racing, nebst Albekra, der Fraktion Moldenhauer und natürlich der Creek.8. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Erholt nein. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alles war klein. So, was bin ich im Badezimmer? Gestolpert und zack, Barthaare weg. Ja, so ungefähr. Wenn's denn immer so leicht wäre, oder? So, Blick riskiert auf das Thema Ranking. Fahrerwertung für die Klasse Gold. Ihr seht, Max Lorenz führt das Thema an mit 118 Zählern. Vor dem Jan Drexler, der ist punktgleich mit Robin Meyer, beide auf P2 fokussiert. Dann Moritz Birzer auf der 4, 98 Punkte. Kleinere Lücke dann zu P5, dem Griechen, dem Jonas Zeus.
Philipp Thoma auf P6 mit 69 Punkten, einzähligen Vorsprung vor Philipp Thoma, also eine ganz, ganz enge Kiste. Direkt im Gepäck haben sie den Christopher Schmidt auf der 7 mit 66 Zählern, dann Benjamin King auf 8, P9 für Sebastian Brocke und P10 für Ricky Krebs. In der Silberkategorie, alias Platin- und Goldwertung, hier im Fahrerkader, das in der Race hat, glaube ich, nicht umsetzbar. Silberwertung also für Mike Buchler, alias der Goldfahrerwertung. Mike Buchler 1 mit 85 Zählern, punktgleich zu René Brey. Also die beiden werden sich heute Abend auf dem Olden Park definitiv ordentlich, ich hoffe im besten Falle nicht, das Wasser reichen können, dass da dementsprechend auch wie in der Gesamtwertung der Zweikampf auf der Strecke entbrannt wird oder sein soll. Schauen wir mal. Jeff Edwards auf 3. Freunde, vielen, vielen Dank für den Level 1 Headdrain. Jeff Edwards 3, 84 Punkte hat er, ein Zählerchen dahinter hinter den beiden, also das ist eine höllisch enge Kiste. Danny Anwand P4, 73 Punkte, ein Zählerchen Vorsprung vor dem Schweizer, dem Remo Kipfer. Dann Dominik Pieper auf P6, P7, Quatsch, P6 ist auch doppelt belegt, Dominik Meyer und Peter Lindner. Tobias Martini auf 8, Alexander Rütz auf 9, minimalistisch hinten dran, ein Zählerchen Vorsprung vor dem Vladi H auf der 10, also... Das wird eine sehr geile Kiste. Für 5 gefahrene Rennen ein doch sehr tolles Ranking bzw. eine tolle Gesamtwertung, die auf jeden Fall schon vorab, bevor wir eigentlich den ersten eigentlichen Rennmeter zurückgelegt haben, Spannung verspricht. Toni, einen wunderschönen Abend. Grüße. Danke fürs Lob auf jeden Fall. Next, wie gesagt, jung kann sein. Ich sage ja immer so aus Spaß, ne? Ich sehe aus wie 12. Bin jetzt aber auch schon in dem gesetzten Alter, in Anführungszeichen. Weil ich jetzt den älteren Herrschaften da nicht vor die Karre fahren will. Definitiv nicht. Aber es muss halt passen, ne? Ganz klar. So, dann schauen wir uns doch mal geschwind das Thema der Fahrergemeinschaft an. Wir haben Max Florenz dabei für Venari Racing, Philipp Thoma, Madcap Racing in McLaren. Der Max fährt den Aston Martin, der wird wieder alles rausholen aus dem Koffer am heutigen Abend, so wie ich ihn kenne. Moritz Birzer, unser Projektivseetaucher, ist das in McLaren. Vladi H. im Aston Martin für Rapid Racing. Julian Krubica für DOD Racing im Lambo. Jonas Zeus für Entropy Racing in McLaren. Christopher Schmidt für Venari Racing im BMW M4, Daniel Arning für die GSE Racing eSports Mannschaft im McLaren, Jeff Ewerts im M4 für Hove Sim Racing, Jan Drexler für Skidmark Racing im M4, Pierre Meyer für DB3 Motorsport im Audi 8, Dominik Meyer, Purple Sector Racing bei GSE im BMW M4, Benjamin King, Motul im BMW M4, Alexander Rütz für DOD Racing im Lambo, Bing Bong, mein Lieber, grüße dich, Matthias Weggel himself, Hove Sim Racing im Porsche, Remo Kipfer, Panther GT Racing im Ferrari, Manuel Kwiatkowski für Slow Motion Racing im Aston Martin, René Tänzer, Venari Racing im Pfeffer, Bobby Paceman, McLaren für Hove, Danny Anwand für Panther GT Racing im Ferrari sitzend, Sebastian Brocke, Entropy Racing im McLaren, Mike Buchler im Pfeffer für Venari Racing, Detlef Keep im Porsche für Hove, Tobias Martini im Pfeffer für Martini Web Design Racing, Markus Blumendrath für Skidmark Racing im McLaren, Peter Lindner, CDS Digital Motorsport im Ferrari, Alvin Bosjan, Hove Sim Racing im McLaren, Quatsch, im AMG, ich sehe noch das AMG-Logo und sage McLaren, warum auch immer. Er geht wahrscheinlich auch mit MC los, ne? Wie für Mercedes. Also AMG bei Alvin Bosjan, René Brey im Ferrari für CDS Digital Motorsport, Basti Holter, DB3 Motorsport, Audi 8, Gerd Binder im Ferrari für BMW Racing und Patrick Schröter für Hove Sim Racing im Ferrari 296. Alvin, mein Lieber, einen wunderschönen guten Abend. Grüße. Ja, das hat genau gepasst, oder? Ich sehe das Mercedes-Emblem, das Logo und sage McLaren, warum auch nicht? Kann man machen. Ne? Ist ja, morgen ist ja Karfreitag. Otto Normalverbraucher hat Feiertag. War vorhin noch schön bei meinem Kollegen da drüben an der Tankstelle gewesen. Hab noch hier irgendwie Getränke geholt und hast du nicht gesehen. Mega geil. Die Tanke, das ist der Hammer. Du kriegst bei dem fast gefühlt alles, als wenn du einkaufen gehen willst. Das ist echt saugeil. Der hat einen riesen Weinregal. Aber ist egal. Ich schwenk schon wieder ab. Alles cool. War auf jeden Fall eine geile Geschichte. Und der hat mir erzählt von wegen, nee, morgen ganz normal 8 bis 8. Ich sage, du bist eine arme Sau. Ohne Witz. Also nicht zu beneiden, definitiv. Aber macht einen geilen Job. Da
Muss ich definitiv, da kann ich definitiv auch nichts anderes drüber erzählen. Mit der LFM-Lizenz gemacht, Glückwunsch. Hey, Mr. Kapu! Einen wunderschönen guten Abend. Also, 31 Fahrer, 31 Fahrzeuge. Derweil auf dem Server. Da haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Dann geht's dementsprechend los. Ja, es gab, ja, es ist richtig, Dolly, es gab mal eine Phase, eine Zeit, da ist die Kombination gemacht worden, dass die, das war der McLaren, der Zentraleinsitzer, mehr oder weniger, wenn ich es richtig im Kopf habe, dieses Fahrzeug hat einen Mercedes-Motor drin gehabt und daher die Kombination McLaren-Mercedes plus die Kooperation, die auch in der Formel 1 zugegen war, das stimmt, ja. Mr. Cappuccino, wie geht's dir, mein Lieber? Muss dich leider enttäuschen, um deine Frage vorab schon zu beantworten. Kein V12 dabei. Genau, das war der McLaren F1. Ist aber kein Auto gewesen, obwohl er den Zusatz hatte, F1, der in der Formel 1 eingesetzt worden ist. Bescheiden, das wollte ich jetzt nicht wissen oder nicht lesen, mein Lieber. Toi, 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 Mann. Ja, sie schalten wenigstens manuell. Das ist richtig. 32 Fahrzeuge. 32. Ist da eben gerade noch jemand rejoined? Lieber jetzt, wenn noch wirklich die Möglichkeit besteht, wie vielleicht gleich dann in der Quali beziehungsweise im Race dann, das wäre ja noch fataler. Also die weißen Number Plates sind die Platinfahrer in der Race App in der Gold-Kategorie gewertet und gelistet. Und die grauen Startnummerntafeln sind die Silver Driver in der Race App gelistet und haben in der Wertung der Hove Sim Racing himself den Goldstatus als solches. Hängt damit zusammen, dass die Hove Sim Racing jeden Donnerstag immer im Wechsel der jeweiligen Wochen in der Serie A und Serie B unterwegs ist und die Fahrer in der Serie B haben dementsprechend dann Silber- und Bronze-Status. Wie sie da alle auf der rechten Seite total panisch nach rechts gucken, gell, so regelmäßig. Will nicht wissen, was da zu sehen gibt. Moppel ist gut. Moppel ist gut, Digga, Moppel ist gut. Was hat denn der Florenz da schon wieder hingesmasht? 31,947. Alter. 18 Grad im Asphalt derweil, 13 Grad Außentemperatur, es ist genau Mittag, kurz vor 12, serverzeitig. Machen wir kurz ein paar Meter mit hier bei Moritz Pirzer. Dauert noch ein paar Minuten, bis ins Quali reingeskippt wird. Der geht hier sehr weit links über den Curb. Habt ihr gesehen? In aller Ruhe, Toni, mach das. Bianca, wunderschönen Abend. Boxengassen Einfahrt trainiert. Sehr schön. Ich glaube, das war eine Punktlandung, so vom optischen Zuschauen her.
Hey, der Mars, grüß dich. Einen wunderschönen. Same hier, Benny, same hier. Printformate ja, Endo-Formate ist für mich persönlich diese Strecke ein absolutes No-Go. Wir haben jetzt schon wieder einen Fahrer verloren. Patrick Schröter macht nochmal einen Rejoin, hoffe ich. Gerade derweil nicht mehr auf dem Server drauf, der Patrick. Ja, ja, gewusst warum, ne, Benny, gewusst warum. Beide Teamkollegen hier im Bild, richtig gut. Julian Krupika und der Teammate vorne dran. Alexander Rütz in dem Fall. Der Österreicher. Der Mars, wie geht's dir? René Tänzer. Das ist aber, glaube ich, ein neuer Fahrer hier für Venari Racing, oder? Oder habe ich jetzt... Tomaten auf den Augen. Wo ist denn unser Robin Volland? Den vermisse ich heute Abend für Venari Racing im FIFA am Start. Du musst die Jungs von Madcap unterstützen und Daten sagen. Okay, das heißt, du machst heute die klassische Spotterarbeit, oder? Also René Tänzer ist in der Wertung, ist eingeschrieben, ja. Ist aber heute im Debüt unterwegs. Das erste Rennen hat er scheinbar einen Nullinger eingefahren. Da ist er, vermerkt worden mit DNF, also did not finished. Sehr schön. Liebe Grüße auf jeden Fall an die Jungs von Madcap Racing. Einmal hier Philipp Thoma. Ich glaube, es waren zwei, ne, Mars? Philipp Thoma und Teamkollegen, glaube ich. Arning war GSE. Bobby Paceman ist Ruwe. Sebastian Brocke ist hier Entropy, genau. Markus Blumentrat ist Skidmark. Robin Meyer ist Madcap. Da ist er doch, der zweite. Ja, genau, richtig, genau. Also Robin Meyer und die und Philipp Thoma. Aber warum passt die Livery bei Philipp Thoma nicht? Oder fährt er eine andere? Der Mars? AFK-Bot, grüß dich, wunderschön. Circa noch 60 Sekunden, dann geht es in die Quali rein. Punkt 8 Uhr wird geskippt. Ja, die falsche geladen. Okay. Ich wollte schon fragen, AFK-Bot, wo die Belegschaft rund um DoD Racing ist. Jetzt wissen wir es.
Hey, Micha, grüß dich. Einen wundervollen. Micha, geht's dir gut? Könnte, eventuell. Also ich hoffe es ja mal nicht. Stacker, grüß dich, Morgan. Ich bin mal gespannt, Stacker. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen, wie sagt man so schön, ein bisschen zurückhaltend mit der Euphorie. Ja, euphorisch, ja. Also wie gesagt, ist geil, mit Sicherheit. Was ich mich halt frage, ist oben rechts, seht ihr die Wettervorhersage, wie sie es denn umgesetzt haben. Ja, das ist für mich ganz, 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 ganz wichtig. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung es gehen wird. Formationsflug in die Box hat was, definitiv. Du meinst generell, Micha? Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Also die Serie B, Freunde von Hovesim Racing, fährt nächste Woche Donnerstag und dann sind die auch auf dem Alton Park. Das heißt, die Serie A macht immer den Vorlauf oder den Vortritt, ja? Und die Woche drauf hat dann die Serie B ihr Debüt dann dementsprechend im Rennserienverlauf auf der jeweiligen Strecke. So, ganz locker ins Quali raus. Gehen wir mal gucken, dass wir kurz umbauen hier. Kampfzwergal, grüß dich, morgen. Quali-Sperre für die Startnummer 16, SG20 für die 89. Muss ich gucken, wer hat denn die 89? Ah, das ist Robin Meyer, die 89, okay. Paul, grüß dich, einen wunderschönen. Das ist die SG20 für die 89 und der 16er ist Renitenza. Das ist die Quali-Sperre. Okay. Ja, dann haben wir da mal einen Überblick, danke dir. Ach nein, oder? Du warst doch eben noch auf dem Server drauf gewesen. Kampfzwergerl, also Patrick. Scheiße. Schade. Also Patrick Schröter wird nicht an den Start gehen können. Ihr habt es gelesen gerade. Muss ich leider rausnehmen. Das Internet will heute nicht. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr. Jetzt kommen nur noch Feinschmeckerstrecken. Was sind denn Feinschmeckerstrecken, Micha? Muss soweit bei mir. Danke dir. Also wenn du jetzt schreibst, von wegen Feinschmeckerstrecken sind entweder in Italien oder in Spanien angesiedelt, dann könnte ich es einigermaßen nachvollziehen. Sandford ist bei dir eine Feinschmeckerstrecke. Echt? Okay. Auf einer Feinschmeckerstrecke kriegst du einen halben Ochsen und ein Maus. Das ist gut, wunderbar. Schau das mal, lieber. Grüße dich. Ich finde Wein lecker. Ich bin kein Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. Ja. Katastrophe. Okay. War nix bei Jannis Zeus. Jan Drexler, Pauseter 32.425, das aktuelles Format. 33.4 war es bei René Brey. Jeff Ewerts ist 33.5 gefahren. Jetzt neuer Zweiter, Vladi H. mit 32.957. Denny Anwan P5. Und damit ein nice Easter Egg Weekend den ganzen Zipfelbombeis gewünscht. Dankeschön, Triders. Vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub, mein Lieber. Willkommen zurück im 46. Monat. Dankeschön. Wenn du drüben bei Horny im Stream bist, sag liebe Grüße auf jeden Fall, bitte, mein Lieber. Morgenwind, glaube ich, gesehen, der ist auch gerade live. Philipp Thoma, P2, Paul Zetter, Max Florenz, 32202. Thoma ganz knapp dahinter. 32360 gesmashed. Drexler auf 3. Christopher Schmidt, P4, 32692.
Da die HP5, Manuel Kwiatkowski auf 6, 32, 9 und 2 gefahren. Alles gut, Benjamin King P7, 33.055 für den Dritten. Zumindest die britische Flagge, die ihn ja den Namen mehr oder weniger flankiert. Bisschen Dominik Meyer nach vorne auf die 4, 32.585. Julia, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Matthias Weckel P10, 33.482. Alles gut, Julia? Ein Ding auf der 11, der Daniel Jeff Evers abgerutscht auf die 12, Danny Anwand 13, Alexander Rütz 14, jetzt P15 mit 33.732, gibt die Verbesserung für Remo Kipfer auf die 11, für Remo Kipfer jetzt auf 13 zurückgeschmissen worden, gedanklich, Julian Klubica auf 8, Sebastian Brocke auf 9, die haben sich da, okay, ich frag nicht, oha, nicht gut. Gelaria, mein Lieber, wunderschönen guten Abend, grüß dich, Markus. Noch ein Schweizer Remo, ja, ganz genau. Christopher Schmidt, neuer Vierter. Ey, Schmidti, Schmidtinski, lass fliegen, Mann. Christopher, Attacke. 32,470 für Christopher Schmidt. Moritz Pietzner auf die 5 mit 32,547. Der Projektivseetaucher-Fahrer. Enge Kiste. Dominik Meyer 6, Pierre Meyer P7. 32,682 konnte er umsetzen, 17.000stel. Quatsch, 15.000stel war er schneller wie Vladi H. Jetzt hier Platz macht. Sehr schön, danke, Vladi. Schön gesehen. Ist auch hier im Olden Park überhaupt nicht wirklich einfach, da passieren zu lassen, gegebenenfalls. Ja, bei unserem fahrenden Wickel funktioniert es auch. Bei unserem Matthias. 32,982, somit 10.000stel. Schneller gewesen wie Manuel Kwiatkowski für den Moment. Schönes Ding. Ewerts nach vorne auf die 10. Drexler legt nach. Sehr geil. Er terminiert die Zeit. Und Max Florenz 31.842. Hau raus, Mars. Hau raus. 30er meinst du, Micha, gehen hier? Hilaria, alles munter soweit. Ich glaube, das ist ein bisschen kalt für. Ah, wobei. Ja. Aber 30er. Ja. Das ist übertrieben schnell. Da wären wir noch 8,5 Zehntel von weg. Die Meldung haben wir schon gelesen, Maas. Danke dir. Die Meldung haben wir gesehen. Wir haben eine SG20 bei der 89, das ist Robin Meyer. Und wir haben die Quali-Sperre bei der Startnummer 16, ergo bei René Tänzer. Also, nicht, dass ich es den Fahrern abstreiten würde, Micha. Ne, um Gottes Willen, dass wir es richtig verstehen. Aber ich glaube, eine 30 hoch. Alvin Bussian hier ein Problem. Gelbe Flaggen. Frontschaden für den. Alter. Alvin, bei sowas musst du. Max Florenz auf 2. Dominik Meyer katapultiert sich nach vorne auf die 3 mit 32,222. Freunde, das ist der Triple nach dem Komma und das primäre ausschlaggebende Phänomen vor dem Komma. Philipp Thoma 4, Christopher Schmidt 5. Rexler immer noch Polzetter. Alles gut, Trey, das hat keiner gesehen. Basti Holter auf P6 nach vorne. Der hat sich richtig, richtig gut gemacht, der Bastian Holter, Freunde. Wenn wir zurück überlegen und zurückdenken an letzte Saison, ist Bastian Holter schon mitgefahren. 31,7 jetzt. Neue Polezeit von Max Florenz. Ah, schauen wir mal. Und mittlerweile fährt er immer dezent dargestellt in die Top 10 rein. Im Quali-Bereich. Ja, das ist aber auch so ein bisschen kombiniert hier die Schwierigkeit im Olden Park, ne? Wenn du da wirklich in Problemen bist. Du kannst halt nicht einfach mal so, ne? Glaube auch, dass wenn du hier bei Hovesim Racing laut Regelwerk Escape nutzt im Quali, ist die Quali für dich vorbei. Insofern, das ist halt auch scheiße. In Anführungszeichen, ne? Aber gut, wie gesagt, wir
müssen uns da zum Glück nicht den Kopf drüber zerbrechen. Das werden gegebenenfalls die Stewards im Nachgang klären, beziehungsweise da das Thema aus der Welt schaffen, dann ist das normalerweise nicht das Problem. Ja, Remo Kipfer, der Schweizer, auf P17, 32, 987. Das ist schon wieder eine ganz enge Kiste. Minimalistische Unterschiede hier, P7 und P8 rennen 20.000stel. Bastian Holter in Hinblick zu P8 zu Moritz Pürzer. 15.000stel, P10, P11. 47.000stel, P13 und P14. Axel! Ach, Digga! Meine Startnummer in Bits in den Stream reingekloppt, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für 888 Bits, mein Lieber. Dankeschön. Hoffe natürlich, du bist munter. Ja, hast du dir bei mir abgeschaut, mein Lieber? Hey, Herr Frosty, grüß dich, wunderschön. Janis Zeus. Janis, was ist da los? 59,2, Herr Zeus. Das können wir aber besser. Alles gut, Frosty? Wieso bist du denn seit über 24 Stunden wach? Haben die Schichten wieder reingekickt und dann hast du wahrscheinlich das Zimmer gehabt, dass du nicht pennen konntest, oder? Florenz Drexler, Dominik Meyer, das ist die Top 3. Moritz Pürzer nach vorne auf die 4. Also Moritz nochmal ordentlich eine Schippe draufgepackt. 32,2, 2,5. Sehr schön, muss. Puma P5, Christopher Schmidt P6, Jeff Ewert 7, Bastian Holter 8, Daniel Arning 9, Manuel Kwiatkowski auf 10 im ersten Martin. 31,710. Was haben wir noch? Knapp 8,5 Minuten. Pierre Meyer 11, Vladi Hart 12, Matthias Wegel 13, Julian Krubica, einer der beiden DOD-Racer, auf P14, P15. Jetzt die Verbesserung für Janis Zeus. Jetzt ist er vorne mit dabei. Zumindest gedanklich im Ansatz. Das ist P11 für die 777. Sebastian Brocke P16. Danny Brey 17, Remo Kipfer 18, Danny Anwand 19, Benjamin King auf P20, Alexander Rütz 21. Hab ein langes Wehe, dachte mir, heute gehe ich zu einer normalen Zeit ins Bett. Ach, das geht doch meistens in die Hose, Axel. Gerd Binder 22, Detlef Kipp 23. Auch hier die Abstände zueinander absolut überschaubar. Und Mike Bugler kommt bis dato überhaupt nicht aus dem Quark. Der Herr Henschel, ein wunderschön. Narben an alles. @2b_tv und dir natürlich auch. Dennis, vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub. Willkommen zurück im fünften. Dankeschön. Bobby Paceman 26, Tobias Martini 27, Peter Lindner 28, Alvin Busjan P29. Wie gesagt, die beiden Renitenzer Robin Meyer stehen in der Box. Robin Meyer hat aber eine SG20, also rein technisch gesehen dürfte er herausfahren. Ohne Quali fahren, wenn er wollen würde. Das ist aber schön definiert. Freunde, mit einem leichten Silberblick gerade das Abendessen vertilgen. Kann man machen. Hey, Molde! Der Herr Moldenhauer, Freunde, ist in der Haus. René, sei mir gegrüßt, einen wundervollen guten Abend. Zeitengleichheit auf P3. Herr Pürzer, Sie sind kaputt. Abgefahren. Dominik Meyer, Moritz Pürzer. Gleiche Zeit gehämmert. Wieso springen die jetzt um? Okay. Dann war ich gerade schneller vom Guck her, wie System gefühlt. 32,095, jetzt P4 für Moritz Pürzer. Justamente die Verbesserung ermöglicht für Philipp Thoma. Nach vorne auf die 3 mit 32,047. Dominik Meyer P5 ist gefahren, die 32,132. Wie sehr, ich
frage jetzt mal, weil wir haben doch den einen oder anderen Fahrer in der Serie B hier gerade im Stream. Mike, einen wunderschönen. Wie sehr nimmt man das als Referenz hier, was man dann dementsprechend aus der Serie A sieht oder beziehungsweise was die Jungs hier, die Kollegen da teilweise abrocken, abfeiern? Ist das so wirklich dann der Trainingsreferenz oder sagt man, naja, man fährt klar natürlich seine eigene Pace, seine eigene Möglichkeit natürlich, aber man hat irgendwo im Hinterkopf, was halt geht. Sehr, okay? Aber ich stelle mir das dann auch relativ komplex vor, dass man dann sagt, okay, man verändert dann auch diverse Dinge am Setup womöglich, weil man sagt, deine Referenz, sag ich jetzt mal, Kollege, ja, der auf dem gleichen Auto unterwegs war, ist ja dann einfach schneller gewesen. Das heißt, irgendwie muss das ja umgesetzt bekommen haben. Oder fokussiert man sich da im ersten Moment reinweg auf die Linie? Mike, seid ihr munter? Ja, Bartmann. Sehr schön. Wobei man dazu sagen muss, dass die Top 10 in der Serie B, glaube ich, im guten Mittelfeld hier wäre. Das, ich glaube, das steht außer Frage, um Gottes Wille. Im Grunde ist es ja eigentlich nur ein Thema, dass man ja aufgrund einer, ich sage jetzt mal ganz salopp, Lukas, grüß dich, morgen, aufgrund einer, ja, ich sag mal, Momentaufnahme, ne? Also dieses Einranken war ja auf einer Strecke. Es musste über einen gewissen Zeitraum eine gewisse Zeit einfach gefahren werden, beziehungsweise wurde diese abgegeben. Die wurde dann gewertet und wir fahren ja in der Saison, fahren wir ja ganz verschiedene, viele, viele andere Strecken, ja? Deswegen sage ich, das ist ja im Grunde eigentlich nur eine Momentaufnahme, ne? Das heißt nicht, der Serie B-Fahrer ist jetzt potenziell der übertrieben langsamere Fahrer. Das ist ja völliger Quatsch. Ultra hart am Limit unterwegs. Ihr seht, da wird teilweise kurz mal der Grünstreifen touchiert. Genau. Ja, Hayabusa, Chris, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Genau, der Entstehungsgedanke war ja nur gewesen vor dieser Saison, dass die Hovesim Racing gesagt hat, okay, pass auf, wir würden ganz gerne einen zweiten Split an den Start bringen, weil die Nachfrage, hier mitfahren zu wollen bei Hovesim Racing, so unglaublich groß ist, beziehungsweise war. Und daher hat die Hovesim Racing gesagt, okay, wir fahren in zwei Serien, müssen aber dann dementsprechend einfach trennen, ne? Weil bei 50 bzw. 60 Fahrerplätzen, nee, 50 bei den Strecken, du kannst ja nicht einmal sagen, einmal fahren jetzt 60 Fahrzeuge und einmal fahren jetzt 50 Fahrzeuge, das kriegst du ja nie entzerrt, schaffst du ja gar nicht. Müssen die natürlich dann dementsprechend die beiden Serien so ein bisschen aufteilen, dass es halt von der Anzahl, der Fahreranzahl passt, ne? Das hat nichts mit dem Leistungsniveau zu tun, um Gottes Wille, also wie gesagt, Serie B-Fahrer müssen sich definitiv nicht verstecken, die müssen sich auch nicht schämen, im Gegenteil. So den Abstellmaß. Ist er so platt von der, körperlich so platt von der Arbeit? Mein Gott, es wäre verständlich, alles gut. Es wäre nachvollziehbar. Größter Unterschied zur Serie B ist, denke, Bremspunkte, Einlenkpunkte und Linie. Okay. Chris, wie geht's dir? Chris Heyer. Wir haben's ja auch letzte Saison gesehen, René. Ne? Also das muss man auch ganz klar dazu sagen. Das war letzte Saison, war das schon sehr, 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 sehr toll mit anzusehen, dass das Fahrerfeld generell, ne, auch in diesen immens großen Feldern stellenweise, wobei, machen wir uns nichts vor, 31 Fahrzeuge oder wenn 30 jetzt dann hier final an den Start gehen, 30 Fahrer, 30 Fahrzeuge auf Wolkenpark ist auch nicht wenig. Ne, die müssen sich auch arrangieren on track, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, das ist richtig. Bei einer SG20, wenn er die absitzt, dann natürlich verliert er Position, ja. Muss, Chris, muss. Sehr schön, freut mich. Ja, ich denke, wenn man das so ein bisschen human, will nicht sagen neutral, handelt, Micha, sondern wirklich einfach, ich sage immer ganz salopp, es muss immer jemanden geben, der besser ist wie einer, oder? Damit du einfach eine Referenz hast, damit du sagen kannst, okay, weil jeder braucht ja irgendwo so ein Ziel, ja, wo er sich ein bisschen langhangeln kann, ja, wo er darauf hinarbeiten kann, wo er sagen kann, okay, und jetzt, ne, passt. Auch ein Max Florenz hat Ziele, machen wir uns nichts vor, ja. Der hat natürlich jetzt nicht Ziele in der Form, dass er sagt, er will jetzt hier die Konkurrenz womöglich erreichen oder hitten, ja, das nicht, sondern der hat Ziele zu sagen, er möchte die Meisterschaft, wenn gewinnen, und er will die Konkurrenz hinter sich halten, ja. Auch das ist natürlich eine Variante zu sagen, okay, es funktioniert. Christopher Schmidt P4, das wäre gigantisch. Max Floritz P1, abgewunken, Jan Drexler 2, Philipp Thoma 3, Christopher Schmidt 4, Moritz Birzer 5, Manuel Kwiatkowski P6, Dominik Meyer ist noch auf einer Hotlap unterwegs, so wie es ausschaut. Ey, das ist nix. Das ist nix. Molde, eine Sekunde zwischen der Wertung Platin und Silber, also sprich die erste oder oberste Wertung in der Serie A und die oberste Wertung in der Serie B. Es gibt die Verbesserung für Dominik Meyer. Es geht eine Position nach vorne. Vorbei an Manuel Kwiatkowski. Vladi Hals 8 abgewunken. Johannes Zeus 9. Julian Krupika 10. Jeff Ewerts auf 12. Sebastian Brocke. Quatsch. Ewerts 11. Sebastian. 11. Ist immer wieder in Brunftzeit. Ja, richtig, genau. Meine Fresse. Es muss von ganz tief unten herauskommen, Freunde. Dann ist kein Problem. So, wenn dann Gockel um die Ecke kommt, dann ist wunderbar. Dann hast du alles richtig gemacht. So, lassen wir die Akustik wieder sein. Zurück zum Thema. Also, 19 Grad im Asphalt. 1 Grad haben wir ergo gewonnen bis dato. Bin gespannt. War 15.21 Uhr. Haben wir gerade auf dem Server. Wann dann gleich dementsprechend Race-Set ist. Also der Himmel ist auf jeden Fall dunkel, das ist bewölkt, machen wir uns nichts vor. Ob es regnen wird oder kann, werden wir sehen. Müssen wir uns überraschen lassen. Die Top 18, Ingo, die Top 18 ist keine Sekunde auseinander. Bugler nur auf P26. Bah! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, einen Pflichtboxenstopp haben wir. Man kennt es. Pit-Window sind 20 Minuten. Ja, genau, da sind jetzt die S20 für die 89. Also Wettervorhersage sagt, die nächsten 30 Minuten, es bleibt im bewölkten Zustand. 10 Grad, 12 Uhr Mittag. Also, wir fahren nicht später wie die Quali gerade, sondern wir fahren früher, beziehungsweise zu Zeiten der Trainingssession. Ja, mit Sicherheit. Nee, mit Sicherheit. Man vergisst, diesen Gridwalk zu starten. So, jetzt. Also, vorne links aus unserer Sicht, direkt hier in Großformat, ist Max Florenz, der Polesetter. Jan Drexler auf 2. Philipp Thoma von der 3, P4. Daneben für Christopher Schmidt. Moritz Birzer von der 5. P6 hat er den Wingman. Dominik Meyer. P7 für Manuel Kwiatkowski.
im Aston Martin. Vladiha im nächsten Aston Martin steht daneben auf der 8. P9 für Yannis Zeus. Auf der 10 Julian Krubica. Auf der 11 Jeff Ewerts. P12 Sebastian Brocke daneben. Start Nummer 1, 2, 3. Passt. P13 für Pierre Meyer. P14 für Bastian Holter. Also die beiden DB3 Motorsportfahrzeuge stehen direkt nebeneinander. Daniel Arning, P15. Benjamin King für P16. P17 für Danny Anwand. Matthias Wegel daneben auf der 18 stehend. P19 für Alexander Rütz, den Österreicher. Flankiert vom nächsten Österreicher, von René Brey. Der steht auf der 20. P21 haben wir Tobias Martini. Remo Kipfer, der Schweizer, von der 22. P23 Gerd Binder. P24 Bobby Paceman. Mit der 778, jawohl, Detlef Keep für die 25. Startposition. P26 für Mike Bugler. P27 Alvin Busjan. P28 Markus Blumenrath. P29 Peter Lindner, René Tänzer von der 30 und Robin Meyer von der 31. Und wie gesagt, beim Robin Meyer, wenn die Vorhersage stimmt, wovon ich jetzt im ersten Moment ausgehe, Kollege wird die SG20 absetzen am Ende der ersten Runde und dann den Koffer abstellen. Du hast ihm ein Gifted Sub geschenkt. Ein Gifted Sub geschenkt. Geil. Erst Englisch und Deutsch in einem Satz zweimal die gleiche Situation bestätigt. Warum auch nicht? Aber das kriegt ihr hin, Micha. Das kriegt ihr hin. Ob sich die Serie A die Starts von Serie B anschaut, als Übung. Okay. Ah, wird schon. Wird schon. Ja, wie gesagt, die Alton Park im Sprintformat ja. Im Endo-Format überhaupt nicht. Ja klar, du hast doch vorhin, hast du nicht gesehen, wo du das Ding hingedrückt hast, Ingo? Hat Engelchen ein T1 Abo geschenkt. Auf 45 Minuten. Smots, mein Lieber, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Schönes Ding. Motoren werden angelassen. Der schnellste Lambo. Boah, jetzt fragst du mich aber was. DOD, Julian Krubica. Es müsste irgendwas mit 32 tief gewesen sein, vom Gefühl her, würde ich mal behaupten. Erstmal voll zurückgerollt, jawohl. Ich habe schon gedacht, der startet jetzt im Rückwärtsgang. Das wäre der Lacher des Abends geworden. Sehr, sehr geil, aber hat funktioniert. Nee, wir haben doch... Warum sehe ich denn da kein Handicap? Haben wir keine LFM-BOP? Ach nee, warte mal, stopp. Die LFM-BOP wird, glaube ich, bei Hove nur im Endo Cup gefahren, oder? Korrigiert mich bitte, wenn ich jetzt Falschaussage gemacht habe. Nee, stimmt, du hast recht. Ist die immer noch nicht draußen auf dem Alton Park? Okay. Also, dann habt ihr vollkommen recht. Normalerweise wird die LFM-BOP gefahren. Allerdings muss natürlich eine BOP für die jeweilige Strecke vorhanden sein. Und das ist hier auf dem Alton Park nicht der Fall. Deswegen wird hier ganz normal
Wo bin dann Kunus BOP gefahren? Stimmt, ja. Ja, 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 alles gut, Michael. Jetzt wo es Kampfzwerger in dem Moment, wo er es geschrieben hat, ist es mir auch. Klar. Laguna Seca war, glaube ich, letzte Woche das Thema bei der SAU. Deswegen haben die die Strecke geswappt und haben gesagt, sie fahren Suzuka, weil die BOP-Daten der LFM auch für Laguna Seca noch nicht vorhanden gewesen sind. Ja, die werden noch erst gefahren und dementsprechend ist dann im weiteren Rennkalenderverlauf Laguna Seca zum späteren Zeitpunkt da. Aber auf Molten Park, ja, es ist ja auch keine Strecke, die gefühlt jeden zweiten, dritten, vierten, fünften Abend gefahren wird. Ne? Insofern, warum soll sich da auch im Grunde die LFM da verrückt machen, ne? Ja, aber nicht bezogen auf die BOP-Mission. Laguna hat andere Phänomene. Ja, genau, Smuts, richtig, genau. Ja, ja, ja. Ja, da muss Philipp Thoma in Form der Madcap-Mannschaft die Flagge alleine hochhalten am heutigen Abend hier auf dem Molten Park. Und die Einführungsrunde ist gleich dezent beendet. Ein Restart. Und auf Grün und es darf losgeeimert werden und das war ein ganz schlechter Start von Max Florenz. Trotzdem kann er die innere Linie halten und sich durchsetzen, erwehren gegen Jan Drexler. Gefühlt hat er da total gepennt und ist im ersten Moment wahrscheinlich auch sogar im falschen Gang gestartet. Und ihr seht, wie sehr die Autos da versetzen, wie buckelig diese Kiste ist hier. Im Alton, auf dem Alton Park, über den Alton Park. Christopher Schmidt P5, gab ein bisschen Lackaustausch, minimalistisch mit Moritz Wirtz scheinbar. Matthias Weckel, Danny Anwand, auch die beiden haben sich da kurz berührt. Tobias Martini verliert 12 Schritte über die Wiese. Nur gucken, scheiße, Matthias Weckel auch in Problemen. Jetzt geht's aber los hier. Da links der Porsche am Bildrand, das ist Matthias Weckel. Einmal dezent aus der Wiesen zurück, ohne Morse-Krug in der Hand, bitte. Scheiße, so schnell kann es gehen. Alton Park, unglaublich eng. Jörg, einen wunderschönen guten Abend. Unglaublich eng die Kiste. Ja. Und du hast im Grunde, sobald du von der Ideallinie, der vermeintlichen Ideallinie runtergehst, die stellenweise über die gesamte Streckenbreite hier geht auf dem Alton Park, hast du überhaupt, aber wirklich 0,0 Platz für Fehler. Weckel fällt zurück auf die 25, Tobias Martini auf die 30, Alvin Bosjan P31. Und René ist vom Server runter, wenn ich es richtig sehe. Der Robin Meyer, nicht der René. René Tänzer ist hier, P27. Quatsch, da ist er doch, der Robin. Da ist er doch, der Robin Meyer. Wen habe ich denn da jetzt verloren? Einen Fahrer haben wir verloren. Erste Rennrunde ist geschafft. Robin Meyer, habt ihr gesehen, Augenwinkel biegt ab in die Box hinein, um die SG20 abzusitzen. Wird dann alle raus. Oh. Guck mal, die waren schön side by side und dann kommt die Strecke und sagt, Alter, mit too wide habe ich keinen Platz. Vergiss es. So, Dominik Meyer, der Leidtragende, der über die Wiese musste. Zwei Positionen instant verloren gegen Manuel Kwiatkowski, P6. Vladi H. auch vorbei, P7 jetzt. Dominik Meyer zurück auf die 8. Ja, ja, auch wenn, aber schaut euch diesen D-Zug an, das ist einfach nur geil. Also das machen sie richtig gut, trotz dieser echt unglaublich engen Strecke und vor allem Bumpy-Strecke, also unebene Strecke. Können die hier wie an einer Perlenkette gedanklich aufgereiht hintereinander herballern. Laguna Coupé, grüß dich, moin. Nee, wir haben... bei dir, ja genau, Laguna, bei dir, genau, richtig, jetzt verstehe ich es auch. Ist wieder Babypark in Mario Kart. Ja, aber ohne Bällebad. Stimmt, Patrick, du hast recht, du warst P32, beziehungsweise du warst der 32. Fahrer. Ja, gedanklich bei mir, du hast recht. Max Blumetratz auf der 28 hinter Mike Bogler. Ja, zieht immer mal wieder aus dem Windschatten dahinter raus. Er zeigt sich. Ohne Bananen und Pilz und Panzer, ja genau.
wildes Zupfen am Rädle von Sebastian Brocke. Puh. Darf da auch nicht so häufig machen. Er geht unglaublich massiv auf die Räder. Jörz hinter Thomas. Jankowski. Ja, aber ihr seht, die können sich behaupten hier vorm Dominik Meier. Also Dominik Meier instant nicht die Möglichkeit bekommen, da wieder diese zwei Positionen zurückzuerobern. Und dann Kubica auf der 10 bleibt auch mit dran. Und da gab es ein Problem bei Alexander Rütz scheinbar. Will zurück auf die 22, der Alexander. Hinter Kipfer, hinter Remo Kipfer, Detlef Kip, Gerd Binder. Alle drei an ihm vorbei. Wenn ihr drei auf 18. Matthias Wickel auf der 24, eine Position gut gemacht. Nach dem Fehler. Eieiei, aber Robin ist wieder rausgefahren. Sehr schön, Robin Meyer ist wieder rausgefahren. Hat die SG 20 abgesessen. Stop and go Penalty. Stand. Zeitstrafe für Robin Meyer. Ist roundabout 39 Sekunden hinter dem Feld, aber. Taktisch gesehen, vielleicht geht noch ein bisschen was. Ich würde es mir wünschen, wenn er durchzieht. Potenziell gesehen hat er jetzt absolut freie Fahrt. Er fährt jetzt gegen sich selbst und die Zeit, wenn ihr so wollt. Wilder. Schnitzer. Okay. Wie gesagt, soll er machen? Ich verstehe es. Wir wissen ja auch, warum, weshalb, wieso. Insofern alles gut. Der Mai auf der 13. Jagt dem Jeff Ewerts hinterher. Ah, ich glaube, der kann so ein bisschen beruhigter fahren, womöglich. Eigentlich ist es umgedreht, der Bastian Holter. War ein Quali ein bisschen. Nee, war er nicht. Die sind nebeneinander gestanden. Alles gut, vergisst, was ich sagen wollte. Aber wenn du dann unten, also deinen Flügelmann gedanklich hinter dir hast, kann der ein bisschen abschirmen, dann kannst du womöglich ein bisschen freier fahren. Wenn es dann noch dein Teammate schafft, dran zu bleiben an dir, dann hast du natürlich eine absolute Win-Win-Situation. Christopher Schmidt muss ein bisschen abreißen lassen hier. Auf der 5 unterwegs in Richtung Moritz Birzer. Ja, ich glaube, so eine Präsenz eines Manuel Kwiatkowski ist auch nicht ganz so angenehm, womöglich. Hier auf der 18, Windschatten hinter Danny Anwand. Also 33. Mitte 33 hoch, 34 tief, die Ecke. Wird da eigentlich im gesamten Feld gefahren. Erwin Busjan, der 30 unterwegs, der hat einen riesen Schnitzer drin gehabt. 55,6, Scratchy, wunderschönen guten Abend. Ja. Der Alvin Busjan maß oder Robin Meyer? Probleme mit der Base, Fragezeichen. Auf geht's, Matthias, komm. Genau. Der Robin. Oh, Scheiße. Ah, dann ist es definitiv nicht der Abend heute für den Robin Meyer. Habt ihr gesehen? Die erste links ist Matthias Wegel etwas enger angefahren, konnte aber später ans Gas gehen und das waren die wertvollen Meter, die im Ausgang der zweiten, links sage ich, Rechtskurve meine ich natürlich, der zweiten rechts, der Vordermann, der Bobby Paceman in dem Fall, besser umsetzen konnte. Voll den Koffer überlenkt. Also so ein GT3-Maß würde ich auch gerne mal ausladen. Alles gut, wie gesagt, der soll sich nicht verrückt machen.
die da links über den Sausage gehen, gell? Übel. Nehmen den Gefühl fast mittig. Boah, Überraschungsmove von Matthias Weggl. Ich habe nur drauf gewartet. Schöner Move, Matthias Weggl. Einfach instinktiv den Angriff gestartet gegen Bobby Paceman, aber auch von Bobby Paceman. Grandios gesehen. Grandios. Schön gemacht. Wechseln also für Matthias Weggl auf die 23. Also egal wo im gesamten Feld, 2, 3, 4, 5 Kampfsituationen, 33-0. Schnellste Rennrunde gefahren von P8 von Dominik Meyer. Dazu Alexander Rütz. Stellenweise, ja, Dennis, stellenweise. Aber wenn der Fahrer es dann auch noch rotiert bekommt, das Auto, dann hat er alles richtig gemacht. Warte eigentlich nur auf die Situation hier. Alexander Rütz gegen Gerd Binder. In den gelben Pfeffer aber nicht an der Stelle. PS haben die in den Koffer da reingepresst. Bäh. Ja, Christopher Schmidt, der ist auch richtig unter Druck, ey. Durch Manuel Kwiatkowski. Andy VX. Ach, der Robin. Ey, grüß dich. Morgen. Wunderschönen guten Abend. ...39,897. Philipp Thoma jetzt gefahren, das Ganze. Aktuell P3. Etwas spät. Beziehungsweise den Apex etwas überschossen hier von Gerd Binder. Da hat er lange am Anker gestanden, habt ihr gesehen und gehört vor allen Dingen. Ne? Motor, Apex-Bereich, der Lambo wollte gar nicht aus dem Quark kommen. Zwei Wochen nicht da. Warst du im Urlaub gewesen? Da wäre ich so ein bisschen neidisch hier. Wobei auf der anderen Seite, ich habe auch gerade Urlaub. Aber ja. Bin trotzdem hier, weißt du, ich meine. Leider nicht. Okay, schade. Lehrgang. Ja, das sind so Momente, da ist man immer ganz froh, wenn es vorbei ist, ne, Robin? Oh, Herr Rütz! Kopf zusammennehmen, Digga. Thomas, grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Muss, Thomas, muss. Bei dir auch? Aus dem Auto ins Rig. Nee, das geht nicht. Das ist okay, Robin. Das ist nachvollziehbar. Würde ich auch nicht machen. Erneut. Neue Schnitzrennrunde gesetzt, gefahren von Philipp Thoma von P3. Und Schmidt hat richtig, richtig Stress hier gegen Manuel Kwiatkowski. 2-3. Zehntelchen, das ist nicht die Welt. Immer im Hinterkopf dran behalten. Eine kleine Unachtsamkeit und der Kollege, der Konkurrent ist vorbei. Ja. Geringfügig, Thomas, ja. Basti Holter, schaut es euch an. Bastian Holter vor Pierre Meyer, vor seinem Teammate. Jetzt haben sie also die Wingman-Situation getauscht. Die beiden DB3 Motorsport Audi-Piloten. Dahinter ist Benjamin King, Daniel Arning. Danny Anwandt auf P17 ist auch nur eine Sekunde dahinter. Im gelben GC Racing McLaren. Er wiederum unter Druck durch René Brey, durch P18. Marius, grüß dich.
Matthias Weggel ist dran an Gerd Binder. Immer noch. Er hat einen kleinen Fehler eingebaut. Diese Runde ist ungültig für den Porsche-Piloten. Arning, bisschen Lack. Hechtelmechtel gehabt, der Daniel. Sehe ich dann den Frontschaden beim Danny Anwand. Ein bisschen strange aus, wir gucken nach. Nee, Motorhaube ist geschlossen, das passt. Die eine oder andere Kampfspur vielleicht an der Front zu sehen, ja, aber nichts Ernstes, nichts Schlimmes. Timo Kipfer geht auch mit. Das heißt, der René Brey im CDS Porsche ist da absolut im Sandwich der beiden Ferrari-Piloten. Und Matthias Weggel jetzt vorbei an Gerd Binder. War das Überraschungsmovement Nummer 2 von Weggel? Oh nee. Das war der Ausritt des Gerd Binder. Guck mal einer an. Detlef Kiep, P20, Alexander Rötz, 21, Matthias Weggel auf der 22. Also die Sandwich-Situationen haben wir mehrfach im gesamten Feld. Bei Thomas schon die ganze Zeit eng. Rund um Moritz Pirzer. Und natürlich auf P2 noch der Jan Drexler. Schwabe, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Ja, es ist unglaublich. Also das Feld ist generell sowas von dicht zusammen. Guck, dass ich maximal ein paar Sekunden mehr oder weniger auf den Fahrern drauf bleibe und dann wieder wechsle. Aber das ist ja... Willkommen im Club, Schwabe. Same hier. Dito. Geben sich nahezu gar nichts. Christopher Schmidt 33,4, Manuel Kwiatkowski 33,2, Vladimir 33,3. Die letzten Runden gefahren. Alles gut, Thomas, danke dir. Ja, die fleißigen Helferlein so im Stream, das ist schon teilweise echt Gold wert. Ich muss euch ja nicht erzählen, ihr seht es ja selber, ne? Guckt euch links die Gaps an dem Tower, da wisst ihr Bescheid, ne? Das ist teilweise für mich purer Tastenmarathon. René Tänzer in Probleme. Das ist die Hairpin. War zu weit rausgefahren, ja. Diese übernimmt natürlich dann mit offenen Armen in Empfängnis. Und dann ging es frontal, mehr oder weniger frontal, seitlich da mit dem Auto in den Reifenstapel hinein. Und das ist Christopher Schmidt, der jetzt in Problemen war. Auch da gab es einen Contact. Dann hat sich Christopher Schmidt da raus geschoben, scheinbar im Bereich dieser schnellen Schikane. Fällt zurück auf die 19. Position. Das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Ein kleiner Fehler bzw. ein kleiner Treffer hat übelst große Auswirkungen im Bereich der Positionsverluste. Wir drehen einfach die Tabelle um. Ja, genau. Das wär's. Auch Detlef Kiep. Kontaktmitteilung sehen wir uns. Okay. Ah, der Heckflügel, der gefällt mir überhaupt nicht, ey, beim Porsche. Der ist so unglaublich hoch. Der ist genau, weißt du, genau gefühlt auf Augenhöhe. Das ist absolut bisch. Aber okay. Ja, Detlef Kiep im letzten Umlauf nur 36,3 gefahren. Kollege und Konkurrenz dahinter sind ein Ticken schneller. René Tänzer jetzt an der Box. Das könnte eventuell Escape sein, Freunde. Fahrzeug ist wieder komplett in der Reihe. Eventuell. Eventuell muss der René Tänzer Escape nutzen. Ja, das haben wir eben gerade gesehen, das haben wir eben gerade schon gesehen. Detlef Kiep, Matthias Weggel, Alexander Rütz. Alexander Rütz ist nicht mehr vor Matthias Weggel, das stimmt. Dann kommt der Gerd Binder.
Jetzt müssen sich aber die beiden Keep und Weg lösen erstmal von Alexander Rütz. Und ich glaube, da hat Alexander Rütz was dagegen. Nee, ich meinte, Schwabe, ich meinte aus unserer Perspektive, aus unserem Guck, ne? Weil wenn wir zum Beispiel hier beim McLaren gucken, über den Heckflügel, der ist deutlich tiefer. Was ist das? Okay, das muss ein kleiner, in Anführungszeichen, Lag im Tower gewesen sein. Jannis Zeus ist ganz normal auf der 9 unterwegs. Habe ich auf dem Molten Park schon mal gehabt. Kugler hinter Peter Lindner und davor ist Bobby Paceman. Okay, Boxengasse ist geöffnet. Habt ihr vielleicht im Hintergrund gerade gehört durch den Spotter? Pit Window is open. Stimmt, ja. BMW hat auch unglaublich hohen Flügel. Nicht ganz so hoch wie beim Porsche, aber stimmt. Und aus unserer Kameraperspektive, Schwabe, da ist der halt einfach nur, also die Kamera ist einfach ein bisschen blöd fixiert, mehr oder weniger, vom optischen her, vom Gucken. Ich würde ganz gerne über den Flügel drüber schauen können, weißt du, ich meine, also den nachfolgenden Verkehr würde ich ganz gerne sehen wollen und nicht Flügel drin mit voll. Okay. So, Alexander Rütz kommt rein, René Brey ist schon drin, aber auch Peter Lindner nutzt die Boxenzufahrt. Undercut-Versuche, die da gezogen werden. Frühe Stops für die Kollegen. Die Box ist jetzt 20 Minuten geöffnet, das heißt bis 20 Minuten restlich verbleibende Renndistanz. Dann nun die Fahrer wechseln, mindestens Radsatzwechsel. Benjamin King im Abflug. Auch hier gleiche Situation. Ja gut. Da hast du keine Strecke mehr, wo du rechtzeitig bremsen kannst, ne? Oder notwendigen Asphalt hast. Zum Verzögern. Auch hier muss Escape genutzt werden. Das ist. Also, Rennen vorbei für Benjamin King. Boxenausfahrt für Alexander Rütz. Fast so heftig wie in Bathurst. Nur nicht in dieser Häufigkeit. Ja. Genau, die klassisch altbekannte Frittentheke, ja. Jetzt er immer noch hinter Philipp Thoma. Thoma ist weiterhin auf der 3, Moritz Blitzner auf der 4. Vladi Haas 7 Sekunden dahinter. Aber er hat seinen Werkskollegen mehr oder weniger mit im Gepäck, den Manuel Kwiatkowski, die beiden Aston Martin. Nee, überhaupt nicht. Jetzt hat Situation gewechselt. Matthias Wegel, Detlef Kehl, Position getauscht. Okay, das macht Sinn. Matthias Wegel bleibt draußen. Detlef Kepp, Boxengasse angefahren. Christopher Schmidt ist auch Boxenstopper. Quatsch. Christopher Schmidt ist auf der 16 unterwegs. Hat jetzt aber wahrscheinlich den Vorteil, dass er frei fahren kann, oder? 3,8 Sekunden hat er Luft nach vorne. Sollte er im besten Falle nutzen können. Die beiden DB3-Autos. Holter vor Pierre Meyer. 12 und P13. Etwas beruhigt, natürlich auseinandergezerrt. Doch, Mercedes haben wir auch dabei. Sieht mir gerade raus, warte. Hier, Alvin Busjan haben wir im AMG mit der 69. Psst. Hat doch keiner gesehen, Zwerger. Detlef hat einen Quersteher gehabt nach Schikane 1. Okay. Alex, einen wunderschönen guten Abend. Grüße. Nee, ich meinte hier im Stream. Zwerger, hier im Stream. Wäre gar nicht aufgefallen, hättest du jetzt nichts gesagt. Alex on the fly, wie geht's dir? Was viele Leute nicht wissen, iRacing ist Englisch für Sackhüpfen. Was? Was? Digga! Wie geht denn das? Okay.
Du kannst doch nicht hier den Stream zu mir reinkommen, obwohl wir uns schon 25 Jahre kennen, kannst nicht mal Hallo, guten Abend oder sonst was schreiben. Was viele Leute nicht wissen, iRacing ist Englisch für Sackhüpfen. Soll ich das wieder erklären? Ah, schön, dass du bist, Mann. Darkstar, grüß dich, Morgan. Den hätte ich jetzt fast überlesen, Husky. Weil Schwabe, Hilaria, die sind bei mir alle blau, die Darkstar. Vollkommen legitim, Alex, vollkommen legitim. So, Herr Rütz, jawohl. Markus Blumendraht abgebogen, Position 25, also kampflos abgegeben an Alexander Rütz. Peter Linden auf der 23, eine Sekunde hinter Mike Bugler. Beide Boxenstopp bereinigt. Ja, da werden dezent nur die Radsätze gewechselt, die Räder gewechselt und maximal 2-3 Liter nachgetankt. Ja, Laria, ich verstehe die Frage nicht. Du wolltest den Sack nahe Sack hüpfen? Nee, du meinst wegen Schwabe. Alles cool. Alter, Remo. 120,4 Sekunden reine Standzeit. Bei Remo Kipfer. Das war ein Disconnect. Das war ein Disconnect. Wir haben eine Rundenzeit von 39 Minuten. Scheiße. Also, Remo Kipfer mit dem Disconnect. Wie heißt es? Retirement? Okay. Alles klar. Die Art von Schwabe ist schon 1400 Jahre ausgestorben. Okay. Aber pass auf, solange du nicht so eine Kategorie Ötzi aus Mais bist, oder? Alles wunderbar in der Reihe. Komm mal. Detlef Keep ist auf der 21. Wo ist Weckel? Habe ich Matthias Weckel verloren? Ja. Disconnect von Matthias Weckel in Runde 14. Alter! Das ist doch Premiere jetzt, oder? Wo ist Matthias Weckel hin? Disconnect bei Matthias Weckel. René, kannst du mal gucken, ob der im Voice sitzt, im Discord, oder ob der da auch draußen ist? Weil dann hat er einen richtig fetten DC. So wie man es gar nicht braucht. Markus Blumendraht. Auch er steht unheimlich lange in der Box derweil. Kipfer übernimmt die 26. Nein, ich meinte mit Premiere der Disconnect bei Matthias Weckel. Hat nichts mit Twitch zu tun, Alex. Rocke hinter Kwiatkowski, davor ist Jannis Zeus. Jan Drexler ist wieder ganz dicht dran am Führenden, an Max Florenz. Dann holt er jetzt in der Pits, genauso wie Christopher Schmidt. Ja, Detlef Kipp vorbei. Die 19, Mike Bugler 20, Peter Lindner 21, Alexander Rötz jetzt auf der 22. Alvin Bosjan ist auch drin. Den wann? Der einzige AMG im gesamten Feld heute Abend. Reindreißig ist gut dabei. AFK Watts, Julian Krupika auf der 7. Die 42 mit Alexander Witz am Steuer auf P22. Boxeneinfahrt für Manuel Kwiatkowski. Wechseln also um P9, Sebastian Brocke jetzt auf dieser. In den Koffer rein zu Jan Drexler. Ja, der muss halt echt, ne?
Mein Moritz Birz ist kein Bananenbieger, kein Nasenbohrer. Definitiv nicht. Zumal die auch im gleichen Material sitzen. Ne? Das ist beides mal der McLaren. Paceman vorbei jetzt an Manuel Kwiatkowski. Der kam gerade aus der Box raus. Der musste erstmal wieder Pace aufbauen. Der Manuel. 15 ist wieder im Race. Tobias Martini hinter Daniel Arning. Muss noch rein zum Pitstop. Nur bei 11 Minuten hat er noch. Also alles gut. Kein Stress aufkommen lassen. Was hier zwischen Birzer und Thomas nebst dem Zweikampf an der Spitze, dem potenziellen die engste Situation im gesamten Feld. Jetzt aber vorbei. Kwiatkowski an Paceman. Erneut, dass Bobby Paceman da sehr souverän mitgespielt hat. Oh, jetzt zieht die aber mal ordentlich am Kabel hier. Philipp Thoma und Moritz Birzer. Na, ja, Vladi ist auch nicht langsam 33,6 gefahren. Dominik Meyer dahinter 33,3. Der Spitze ist man gefahren 34,2 und 34,4. Danny Anwand in die Box abgebogen. Jakowski, Paceman, Arnim, 3, Martini vorbei. Windschatten hinter Kep. Schnellere Pace gerade beim Ferrari vorhanden. Alter, wie der Porsche da rausgeht. Übel! Ich hab's vorhin gesagt, Matthias. Willkommen zurück. Ich hab's vorhin gesagt, das war Premiere bei dir. Ja, das ist ja normal. Disconnects kommen nie in der Quali, im Training oder sonst wo. Nee, die kommen immer im Race. Es muss sich ja lohnen, oder? Für so ein scheiß Disconnect. Damit du da eine scheiß drei Kreuzel im Kalender machst. Bittere Nummer. Martini ist drin. Paceman ist drin. Zwei Positionsgewinne für Detlef Kiep und Mike Rudner. Schwupps, da ist es passiert. Nee, definitiv nicht, Matthias. Oh, Mike, jetzt nicht die Pace annehmen vom Vordermann, bitte. Passt. Alter, Mike Bugler hinter dir zu haben, ist auch richtig, richtig ekelhaft. Warte, hält er sich aber wacker, der Detlef Kiep macht er richtig gut. Boxenstopp für Philipp Thoma, Jan Drexler, Julian Krubica. Heißt Moritz Birzer auf 2. Max Florin ist noch draußen geblieben, Vladija auf 3. Dominik Meyer 4, Janis Zeus 5, Sebastian Brocke P6. Was hat der denn gemacht? Jan Drexler, 8,2 Sekunden gestanden. Philipp Thoma, 6,2 Sekunden gestanden. Das erklärt, wie Philipp Thoma in der Box vorbeikam an Jan Drexler.
Hummer auf 9, Drexler jetzt auf der 10. Dann hat er wahrscheinlich, könnte ich mir jetzt vorstellen, nicht zu 100% seinen Boxenplatz erwischt. Peter Lindner kommt rein, Bobby Paceman P22. Und das war jetzt das sogenannte Zünglein an der Waage. Lorenz kommt rein. Birzer bleibt draußen. Moritz Birzer übernimmt die Spitze. Ticken mehr wie 5,5 Minuten noch, dann ist die Box geschlossen. Adi H. bleibt auch draußen, P2, Dominik Meyer bleibt draußen, P3. Dann ist Zeus, P4, Sebastian Brocke, 5, die beiden Teammates, Entropy Racing, hier gemeinsame Sache zu machen. Ja, Meyer übernimmt die 6, Max Lorenz darf wieder full send raus auf die Strecke. Vor Philipp Thoma. Das hat gereicht, Philipp Thoma ist wieder hinter Max Lorenz. Und die haben genau die gleiche Stop-Time. Genau die identische Stop-Time. 6,2 Sekunden. Daniel Arning ebenfalls. René Brey auch. Lenny Anwand hat 6,4. Oh, Detlef Kehb 5,7 Sekunden. Da war ja ganz schneller hier. Ist ja unerbärchen. Also schnellste Stop-Time derweil Detlef Kehb. Nee, hab ich nicht. Hast du falsch verstanden. Boxendurchfahrt, was braucht man? Rubika war richtig flott, 15,9 Sekunden. 15,6 Mike Bugler. Ja, aber ansonsten brauchen sie im Schnitt zwischen 16 und 17 Sekunden roundabout. Von Linie Eingang bis Linie Ausgang. Rocke ist jetzt drin, der Sebastian. Pierre Meyer kommt rein. Max Florenz übernimmt jetzt somit P5. Hummer die 6, Jan Drexler die 7. Ja, die reizen wahrscheinlich jetzt alles aus, was geht. Eigentlich bleibt ja noch eine weitere Runde draußen, der Moritz Birzer. Würde es ihm zu gut trauen. 9,2 Sekunden. Das reicht natürlich nicht, ne? Aber auf der anderen Seite, der sieht natürlich auch in den Relatives, dass Vladi H., Dominik Meyer und der Janis Zeus noch rein müssen, ebenfalls. Markseid, grüß dich, moin. Was ist denn Ausrufezeichen? Teebeutel? Klär mich auf, was ich noch nicht weiß. Ausrufezeichen Teebeutel. Und dann kommt so ein Voice wie... Alter. Genau. So, Gerd Binder kommt zurück an P16. Falscher Chip. Okay. Alles gut, lass ich gelten. Okay, okay, das ist nur, weil er gelbe Flagge hier, weil er blaue Flaggen achtet, das passt. Jetzt haben wir gelb rausgehalten, Bastian Holter, Alexander Röth, Side by Side. Bin ich gespannt für T1. Nase hat vorne Bastian Holter im Audi. Und gelbe Flaggen für Vladi H., scheiße. Abflug von Vladi H., ganz leicht.
angetitscht im Bereich dieser Reifen. Das ist aber auch heftig, ne? Also du verlierst hier so dermaßen Position. Vladi H. immer noch in der Wiese, aber jetzt auf der anderen Seite von The Wall. Ihr seht, wie steil das ist, ne? Wie der gerade zurückgekommen ist mit dem Auto auf den Asphalt. Also, Steilkurve kriegt auf jeden Fall eine neue Bedeutung. Moritz Berzer, jetzt ist er drin. Max Florenz, der wird vorbeigehen, ohne Probleme. Ich sag mal ganz vorsichtig, 23, 24 Sekunden braucht es komplett. Und die hatte der nicht als Vorsprung. Links Max Florenz, ist vorbei. Ganz knappe Kiste, aber es hat gereicht. Max Florenz wieder auf der 1. Moritz Birzer jetzt auf der 2. Also der Overcut aus Sicht des Moritz Birzer gegen Philipp Thoma und auch gedanklich gegen Jan Drexler ist absolut aus sich ausgegangen, hat absolut perfekt funktioniert. Birzer auf 2, Philipp Thoma 3, Jan Drexler 4, Dominik Meyer 5, Janis Zeus auf 6 vor Sebastian Brocke, vor seinem Teammate. Ja, die werden machen, wenn dann überhaupt, ein bisschen Friendly Fire. Jeff Ewerts auf der 8, Manuel Kwiatkowski auf der 9, Julian Grubica auf der 10. Gesamt, habt's gehört im Hintergrund vielleicht, von meinem Babbeln vorbei. Boxengasse ist geschlossen. Pierre Meyer 11, Daniel Arning 12, vor René Brey auf 13, Danny Anwand 14, Vladi H. auf 15. Position zurückgefallen. Gerd Binder 16, Mike Bugler 17, Bastian Holter 18, Alexander Rütz 19. Detlef Kipp 20, P21 für Christopher Schmidt, Bobby Paceman 22, Tobias Martini 23, Alvin Bussian 24, Remo Kipfer 25, Peter Lindner 26, Lometerath, Robin Meyer stehen beide in der Box, die haben beide abgestellt, beziehungsweise Robin Meyer haben wir ja vorhin schon die Info bekommen, Markus Blumendraht, da hat auch irgendwas nicht gepasst, auch nicht sein Abend heute, insofern alles gut. Christopher Schmidt jetzt vorbei an Detlef Kipp, der muss den Exit-Fehler gehabt haben. Na, das sah schon fast aus wie vorbeigewunken aus Sicht des Detlef Kipp. Ist gut. Schmidt auf der 20. Er ist übelst schneller, der Bastian Holter. Wie beide, wie Gerd Binder und Mike Bugler. Aber die kriegen sich da auch irgendwie nicht gegenseitig überholt. Ich weiß nicht, ob es dem Bastian Holter gelingt. Jetzt muss Drexler abreißen lassen hinter Philipp Thoma, hat einen Fehler drin gehabt. Delta ist wieder von 0,2 auf 1,5 Sekunden angewachsen. Zweikampf um P3. Wenn ich da Jeff Ewerts, muss ich verteidigen gegen Manuel Kwiatkowski. Unglaublich dicht, unglaublich eng zusammen, Scratchy. Heus jetzt wieder auf P6. Was war das denn? Doch jetzt wieder nur im Tower gesprungen. Frage an die, die normales Interface nutzen und vielleicht auf dem Server sind. Ist der Janis Zeus eventuell als Hypinger unterwegs? Fragezeichen. Kann das sein? Ewerts 33,9, Kwiatkowski. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Ui! Dammit! Liegt zu spät in der Bremse gewesen. Ganz klarer Nutznießer, Bastian Holter. Bin da zurück jetzt auf P20. Detlef Kipp auch noch dahinter im Genick. Nein.
Der musste gerade nochmal lupfen, habt ihr gehört? Hat die Linie eng nicht so getroffen, wie er eigentlich wollte. Mal kurz auf Track gewesen, der Danny. Hat aber Luft nach hinten, 7, Sekunden waren es gewesen noch. Jetzt nicht in Panik verfallen. Eine Stunde haben wir noch. Schnellster Kollege durch die Box hindurch war Mike Bugler mit 15,6 Sekunden von Linie zu Linie. Das war schon sehr, sehr fix gewesen, mein lieber Jungsheim. Also ich sag mal, wenn die hier im Rennen 32 hoch, 33 tief, 33 Mitte, vielleicht die Ecke, wenn du die fahren kannst, dann bist du schon sehr, sehr weit vorne mit dabei, definitiv. So, Herr Everts. Jetzt müssen sie aber mal die Kuh fliegen lassen, wie es so schön heißt. ...35,3 von Jeff. Jatkowski 35,1, 34,4 von Kubica dahinter, 34,1 von Pierre Meyer auf 11, aber der muss noch erstmal 2,5 Sekunden zufahren. Das ist da ganz hinten, der weiße Audi R8 aus dem DB3 Motorsporthause. So geil, denken so ein bisschen an die 80er Jahren zurück oder was, ne? Da hat man Heckflügel genommen, die waren kerzengerade, hast einfach Bretter hingespackst, oder? Was für den notwendigen Abtrieb gesorgt hat, und es hat funktioniert. Mittlerweile sind das Hightech verwindende Materialien, die hier zusammengespackst werden und dementsprechend als Heckflügel fungieren, ne? Warum sind die Endplates nicht gerade? Ne, da sind 35.000 Winkelradien drin, ne? Ist ja unglaublich. Wissenschaft für sich, so ein Heckflügel. Was sind Renntage, sind Feiertage, aber wir haben doch erst neue Feiertag, Maas. Alle drei Lap ungültig, von allen drei. Everts, Kwiatkowski, Kubica. Welche? Die Endplates. Citro, oder meinst du den gesamten Spoiler? Ich weiß nicht, ob das mehrere Schichten sind, die der Heckspoiler an sich. Das kann sein. Das kann sein. Olli, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Wechsel um P18. Christopher Schmidt an Mike Bugler vorbei. Das ist der Teamkollege. Also ein teaminternes Thema. Ist kein Problem. Wenn da dementsprechend hier mal getauscht wird. Wir haben es ja auch in der Quali schon gesehen. Wir haben ja auch den das Thema bei Christopher Schmidt gesehen. Kurz nach Rennstart. Und der Christopher ist ganz klar der Schnellere von beiden im Vergleich. Also ich glaube, er hat mich gehört, der Jeff. Er scheint hier nochmal ein bisschen Base zu finden, umzusetzen. Umsetzen zu können, womöglich. Eben Lego gelesen, AFK-Bot. Und dann let's go. Kubica 10.
Alexander Rütz, die 17. Auf den Frontsplitter des Aston Martin, pilotiert von Manuel Kwiatkowski. Ein Zehntelchen war er schneller. Absolut toll zu sehen, ne? Diesen schwarzen Spuren hier auf dem Asphalt, die einfach mit Renndauer zunehmend werden. Alias, dass einfach die Fahrzeuge im Traffic hier unglaublich viel Gummi auf den Asphalt bringen und legen. Seht ihr da, schaut mal in den BMW da unten rein. Seht ihr da, das ist nicht beim Himmel. Beim Bentley ist das der Getriebetunnel bzw. das Differential, was man sieht. Hier beim BMW M4 sieht man den Tank. Das ist der Renntank, den man da sieht. Ein Auto wird von links oder von rechts betankt, ne, über die Schnellkupplung mehr oder weniger. Den Tank stutzen und da sitzt unten drin der Tank. Schön zu sehen hier beim BM4. Ja, der Jan Drixler zieht auch nochmal richtig am Kabel gerade. Error, Moinsen, Grüße. Was für ein Ding. Und es Römpöff knallt aus dem Essen. Genau. Hallo, mein Lieber. Schön, dass du bist. Wie geht's dir? Schön gemacht vom Ferrari von Tobias Martini. Schwarz-grünen Ferrari im Hintergrund. Saugeil, wirklich. Saugeil. Strecke unglaublich eng, wir haben es ja vorhin schon mehrfach thematisiert. Und da den Überblick zu bewahren, ist gar nicht mal so einfach, aber hat in dem Fall Tobias Martini super, super toll gelöst. Aber echt, Error, aber echt. Morgen, Samstag, Sonntag, Montag, sehr geil. Genießt es auf jeden Fall. Der Max Florenz ist nicht bekannt dafür, den Fehler zu machen. Moritz Pitzer muss sich was einfallen lassen, egal ob es ihm schmeckt und oder überhaupt, ob er Möglichkeiten hat. Er muss. Ich glaube, bei der SRU gibt es keinen geplanten Wechsel. Eventuell finaler Lauf, das könnte eventuell sein, aber nächste Woche auf keinen Fall, das wäre zu kurzfristig. Der alte Kohl, ich grüße dich, morgen. Bin da immer zu riskant gefahren. Okay. Ja, ich glaube, hier auf dem Olden Park muss man sich relativ zeitig eingrooven, dass du einfach, wie soll ich das sagen, regelmäßig übers Limit rausfährst, damit du weißt, wo das Limit ist, wo der Grenzbereich ist. Und dann schön in den Flow rein und drin bleiben, im besten Fall im Tunnel. Olden Park bin ich im ersten Moment auch einfach viel zu, sagt man, viel zu zaghaft, rückhaltend stellenweise. 33,5 Florenz, 33,3 Birza. Mit der Christopher. Halbes Sekündchen war er schneller im letzten Durchgang wie sein Vordermann jetzt, wie Alexander Rütz. 1,8 muss er noch zufahren, final. Meier vorbei an Drexler. Jan Drexler mit dem Fehler, Fragezeichen. Ja.
Ganz massiver Fehler, der kam aus der Wiese. Jan Drexler ist über 10 Sekunden hinter seiner eigentlichen Pace. Drexler mit dem Fehler, Dominik Meyer somit P4. Übernommen und geschenkt bekommen. Jetzt muss er das Ding noch knapp 6 Minuten verteidigen und dann hat er die Position von Jan Drexler geschenkt bekommen. Auch nicht schlecht. Gut, ich mag Dominik noch nicht. Okay. Ich glaube, damit bist du nicht alleine, Ero. Definitiv nicht. Ist fast eine halbe Sekunde langsamer wie sein Hintermann und schafft es trotzdem permanent, der Jeff den Manuel zu defenden, ey. Sehr, sehr geil. René Brahe. Aufgelaufen auf Daniel Arnim. Geht da was? Minuten noch. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schmale Gratwanderung, die alte Kuh, ja. Mal kurz ein bisschen Techtelmechtel gegeben zwischen Max Florenz und Moritz Pirzer. Scheiße, da war schon vorbei. Au. Die haben gewechselt um die 1, um die Spitze. Moritz Pirzer jetzt auf 1, Max Florenz auf der 2. Ging nicht ganz ohne Lackaustausch. Denke aber trotzdem, dass es human gewesen ist. Die waren da beide. Die müssen da beide im Dreck gewesen sein. Ja, aber scheint sich hier gerade zu beschweren, der Max Florenz. Ein Frontschaden. Ja gut, was ist eine Stunde Nordschleife, oder? Was ist eine Stunde Nordschleife? Wir sehen es ja bei der Rio Racing, ne, als Beispiel. So, die fahren 30 Minuten Quali und fahren 72 Minuten NOS, damit es sich wenigstens ein bisschen ausgeht mit der Renndistanz, ne? Auch in Relation zur Quali-Session. Richtig, eine Stunde selber ist da gar nichts. Eine Stunde, das ist, oder wir haben es jetzt am Montag die Woche. Ja klar, Montag, DTM 23, mit den 23er Boliden waren wir unterwegs, eine Stunde Nordschleife. Was waren das gewesen? 8 Runden, glaube ich, ne? Ja. Aber dann haben wir auf jeden Fall da die Gewissheit, wie gesagt, Smots gehört mitunter zur SRU im organisatorischen Rahmen. Und, ja. Warte mal, die SRU fährt ja 90 Minuten. Aber trotzdem, selbst 90 Minuten. Ja, deswegen vielleicht zum Finale. Finale sind 2 Stunden bei der SRU. Da könnte ich es mir vorstellen. Aber wenn das Mods jetzt geschrieben hat, maximal oder vielleicht eher als Sonderevent, dann glaube ich auch nicht, dass das Thema da irgendwie spruchreif werden würde, könnte für das Sprintformat. Ja, natürlich, Hilaria, keine Frage. Das sind mehr wie genug Kurven. Ja, also, ich sag mal ganz salopp, ich glaube, es gibt dann ab nächster Woche ganz viele Piloten, die das Gefühl haben, auf der Nordschleife draußen selber, also jetzt nicht auf der Grand Prix-Strecke, jede zweite, dritte Kurve will dich töten.
Ja, da wird es auf jeden Fall was geben, Nero. So viel kann ich, glaube ich, schon mal sagen. Frage ist dann halt final, in welchen Umfängen, ne? Also, das ganze Thema stattfinden wird. Wir haben. Ich dachte es jetzt nicht, weil ich weiß es nicht zu 100%. Ich habe das nur mal so beiläufig mitbekommen. Man ist am Überlegen, inwieweit man von der Fahrzeuganzahl her geht. Und dann ist man so gedanklich im Bereich wie Suzuka. Es könnte zwar technisch gesehen noch ein bisschen mehr gehen, aber ich sage euch, das werden die Systeme nicht mitmachen. Da werden die Systeme absolut in die Knie gehen. Schön gemacht vom Bobby Paceman. Was habe ich verpasst? DT 217 Track Limits. Tobias Mazzini, okay. Ach so, Chris, die Aussage war an Jelaria gerichtet, weil er geschrieben hat, ich war noch nie auf der NOS. Meine Freude ist aktuell eher verhalten. Du, die NOS Real Life ist geil. Also, wenn du die Möglichkeit hast, Markus, ich kann es dir nur wärmstens empfehlen, tu es dir auf jeden Fall an. Du musst jetzt nicht irgendwie die ganze Woche da mitmachen oder so. Das ist völliger Quatsch. Es langt, wenn du da so ein Wochenende mitmachst oder so. Wenn du nicht so weit weg wohnst, reicht es vom Prinzip als Empfehlung auch schon aus, wenn du sagst, du fährst freitags hin, beziehungsweise fährst samstags hin, guckst dir Samstag auf Sonntag das Rennen an und fährst dann wieder weg, oder? Eli, mein Lieber, grüß dich, morgen. Dankeschön, mein Lieber. Ach, du meintest den ACC noch nie auf der NOS. Wie denn auch in ACC? Die gibt es ja noch gar nicht in ACC, Jelaria. Verstehe ich die Frage nicht. Also, der Sieg für Moritz Birzer. Max Florenz wird Zweiter. Philipp Thoma holt die 3. Glückwunsch dazu. Heute im Alleinkampf unterwegs gewesen. Dominik Meyer, das ist P4 gleich overall, aber P1 in der Silver Class, beziehungsweise P1 in der Goldwertung. Ach Quatsch. P1 in der Goldwertung laut Hove, das ist richtig. Platin sind die anderen drei. Gold ist Dominik Pieper. P8 overall, das ist P2 in der Goldwertung für Jeff Ewerts. Und die Jungs hören wir gleich im Interview. Heißt Jan Drexler 5. Janis Zeus 6. Sebastian Brocke P7. P2 Jeff Ewerts, overall P8. P9 für Manuel Kwiatkowski. Und P10 overall P3 für Julian Krubica. Das bedeutet, wir haben gleich im Interview Dominik Meyer, Jeff Ewerts, Julian Krubica. Das sind die drei, das Podium aus der Silberwertung in Race App, aus der Goldfahrerwertung der Hove Sim Racing. Glückwunsch dazu. Schönes Ding. Pierre Meyer 11, Daniel Arning 12, René Brey 13, Danny Anwand auf der 14, Vladihar auf der 15. Den hat es ordentlich gewickelt, dieser kleine Fehler. Unglaublich viel Zeit gekostet, der Vladihar. Würde es verstehen, wenn der so eine Krawatte hätte, gedanklich. Also, Ewerts, Krubica, umgekehrt. Dominik Meyer, Ewerts und Julian Krubica. Das die drei. Dann gleich gerne zu mir ins Interview, wenn sie wollen. Es ist schon Fuß in der Discord. Muss ich gucken, dass ich im richtigen und im Bereich sitze. Jawohl, das um der Bärchen. Da haben wir es auch im richtigen. Nicht so wie beim letzten Mal, da habe ich im falschen gesessen. Habe mich gewundert, warum die mit mir sabbeln wollten. Ach so, generell in keinem Game. Okay. Ja, dann, ich glaube, dann wurde ein Schuh draus. Jelaria, dann verstehe ich's. Ganz kurz die Highlights. Also, Regen sind wir verschont geblieben. So viel können wir auf jeden Fall sagen. Gepasst. Auch an der Stelle nochmal an die Partner und Supporter der Hove Sim Racing. Also,
was habe ich gesagt? Dominik Meyer, Jeff Evers, Julian Kubica. Ja, genau. Wie gesagt, freiwillig, hier wird niemand gezwungen, wenn er Bock hat. Bin im Discord drin, im Voice. Und bei mir ist ein Channel, nennt sich Interview-Warteraum. Dürft ihr euch gerne gleich einfinden. Nach natürlich der befindlichen In-Lab, wie es so schön heißt. Ne? Diese Auslaufrunde. Ja, wie gesagt, einen von beiden hören wir ja gleich, HFK-Bot, wenn er Bock hat. Der ist schon da. Was? So, warte mal, stimmt die Spur, die Tonspur? Ja. Stimmt. Leon, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Oh, guck mal, alle sind da. Alle sind sie da. So, einen wunderschönen guten Abend, Dominik Meyer, grüß dich. Grüß dich, hi. Ja. Schwierig oder war es doch relativ human? Also wir kamen teilweise aus dem Staunen nicht mehr raus im Stream, so viel kann ich dir sagen. Die Strecke ist doch unglaublich gut gewesen. Eine oder andere Situation gab es, wo wir gedacht haben, oh, da ist auf jeden Fall zu wenig Asphalt unter dem Chassis gewesen. Wie sehr hast du dich am heutigen Abend hier auf dem Alton Park mit den Relatives beschäftigt oder versuchst diese auszublenden gedanklich? Ja, ich habe selber ein paar Mal oh gesagt im Auto. Ja, ich bin am Schwitzen auf jeden Fall, wie sonst was. Ich habe tatsächlich eigentlich versucht, einfach nur die anderen auszublenden und einfach zu fahren, nicht okay. Von der Strecke abzukommen. Und ja, das war's eigentlich, ja. Voller Fokus auf sein eigenes Tun und entsprechend die Scheuklappen aufgesetzt, ja. Aber das war vollkommen richtig, das war, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, in Kombination natürlich mit dem kleinen, ne, Faktor Glück, den es natürlich auch braucht. Der war heute Abend ganz klar auf deiner Seite. Du bist overall Vierter geworden, hast mit ganz klarem Vorsprung hier gewonnen in der Kategorie Goldfahrerwertung. Alles richtig gemacht, Dominik. Und dann würde ich sagen, rein mit dir in die obligatorische Eistonne, weil ich kenne das selber, wenn man da dementsprechend klatschnass ist, geschwitzt, dauert, dann will man auf jeden Fall mal kurz nass womöglich. Sehr schön. Ja. Dominik, richtig, richtig gutes Ding. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Danke, dass du bei uns warst und ich hoffe beim nächsten Mal, dass wir wieder das Podium erreichen aus deiner Sicht. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Danke dir. Danke. Jeff, wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Guten Abend. Hey, was war denn los heute? Ja. Du warst ja nur im 2, 3, 4, 5 Kampf gewesen, Digga. Ja, ja, nach dem Stopp hatte ich Probleme. Ehrlich? Ja, ich hatte Schmerzen. Nee. Ja, ich wurde vor 2 Wochen operiert. Also. Ich wollte den Zeitz machen, aber hat nicht geklappt. Nein! Ja. Wo, darf ich fragen, wo bist du operiert worden? Jetzt sag nicht irgendwie am Bob ist oder was, weil dann ist beim Sitzen scheiße gewesen. Nee, eher Schulterbereich. Schulter? Oh. Jo. Auch so ein Ding, was du natürlich brauchst, ne, beim Racen, definitiv, ja. Ja. Also egal, du brauchst eigentlich den gesamten Oberkörper, ja, du brauchst den gesamten Körper, realistisch gesehen, sind wir so, ne? Und das ist alles, die Rotreizbewegung, wegen Oberkörper etc., Schulter, Brustmuskel, das ist ja alles in Belastung. Scheiße. Ich kann eigentlich nicht an die Pace ran vom Trainingsserver. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du vor 2 Wochen eine OP hattest, du bist auf 8. Position gesamt gefahren, P2 in deiner Klasse und hast eine mega fette 2, 3, 4 Kampfsituation permanent gehabt, gefühlt mit Kwiatkowski, Kubica hing auch noch im Genick, also das war doch geil. Ja, nur kein richtig Fehler. Gut. Genau. Aber ich bin das Erste in der Meisterschaft, wenigstens das. War das so das Ziel, wo du darauf hingearbeitet hast für den heutigen Tag? Ja, dass ich vor René und Mike ins Ziel komme. Das hat ja geklappt. Alles richtig gemacht. Sehr schön. Yo. Dann ruh dich aus, Jeff. Toi, toi, toi. Weiterhin gute Besserung auf jeden Fall. Und Glückwunsch nochmal zu P2. Danke. Wünsche dir was, Jeff. Mach's gut. Yo, danke dir. Ciao. Ciao. Sehr schön. Julian, Kubica, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Servus. Julian, von mir privat die erste Frage. Spreche ich deinen Nachnamen richtig aus? Kubica, einfach so, wie man schreibt. Kubica, also. Ja, okay, alles klar. Also nicht mit K,
sondern mit Z mehr oder weniger. Ja, also das sage ich so viele falsch. Nee, deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich die Möglichkeit habe, weißt du, mal mit euch zu schnacken, so ungefähr, ne? Oder solange im Stream keiner sitzt, der sagt, Bloody, du komischer Bananenbieger, mach das mal anders. Ist das alles okay? Woher soll ich es denn dann wissen, ne? Ja. Sehr schön. Ja, sehr schön. Aber Julian, es hat gereicht. P10 overall, P3 in der Klasse. Auch du warst für DoD Racing heute Abend die Frage hochhaltend mit dem Teamkollegen zusammen. In der Quali-Session habt ihr noch versucht, gemeinsame Sache zu machen. Im Rennen war es dann doch etwas getrennter, die ganze Situation. Ja. Auch bei dir wahrscheinlich viel rundherum, außenherum ausgeblendet, oder? Ja, das war jetzt da eine Stunde eigentlich nur Full-Fokus auf die Strecke und einfach nur schauen, dass du nicht abfliegst und keinen irgendwo reinfährst hinten. Okay. War ihr zusammen im Voice gewesen? Jo. Aber es war relativ ruhig die ganze Stunde. Weil jeder voll konzentriert war. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja. Ja. Boxenstopp habe ich ein bisschen zu viel Benzin mitgenommen dann. Deswegen bin ich dann von P7 auf P11 zurückgefallen. Aber ja, sonst wäre P2 noch drin gewesen. Du hast 5,4 Sekunden gestanden, du warst sau schnell. Wieso hast du wieder zu viel? Ich bin 12. Ach, Entschuldigung. Ich bin beim Jeff Everts gewesen, du hast vollkommen recht. Ja, genau. 15,2 Sekunden reine Standzeit bei dir. Ja, du hast recht. Ja. Warum, wie ist das passiert? Hast du vorher nicht so eingestellt, wie du wolltest? Ich bin erstens nur mit 55 Liter weg vom Start und habe dann 10 Liter zu viel noch mitgenommen. Also bin halt dann mit 50 Liter noch wohl aufgetankt. Und das war dann ja. Ja gut, ich glaube hier auf dem Molten Park, da hast du alle andere Hände voll zu tun. Wie und dann dementsprechend während dem Drive noch so genannt, da deinen Pitstop einzustellen. Ja, das ist... Wie sehr fiebert man dann dem Boxenstopfenster entgegen womöglich? Ja, da muss man schon, also es ist schon immer die Frage, wann man halt reingeht. Vor allem bei so einer Strecke, wo man schwer überholen kann. Mhm. Aber ich wollte so spät wie möglich reingehen, weil ich eigentlich relativ viel freie Fahrt gehabt habe. Und ist eigentlich gut aufgegangen, bis halt auf die Stanze das viel war. Aber sonst war das eigentlich ein ganz gutes Rennen von mir. Super. Alles richtig gemacht, nach meiner Ansicht heraus, Julian. Insofern. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Genieß das kühle Blonde jetzt im Nachgang. Ja. Alles Liebe und bleib mir munter, Julian. Jo, Glückwunsch, war's. Danke dir. Na gut, ciao. Servus, ciao. Schönes Ding. Also ein paar Emotionen im Nachgang mitzunehmen, ist immer mal wieder ganz amüsant, auf jeden Fall. Beziehungsweise die Möglichkeit hier für die Fahrer... Achso, ja, passt. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich die Highlights euch nicht gezeigt? Das lief doch. Da so ein bisschen Emotionen mit einzufangen, ist doch immer wieder ganz nice. Ne? Thema muss halt immer so ein bisschen im Rahmen bleiben. Aber das kriegen wir gewuppt, auf jeden Fall. Sehr schön. Glückwunsch an die Podien. Ganz, ganz tolle Nummer. Platin und Goldklasse der Hove Sim Racing heute Abend auf dem Olden Park. Haben wir abgefrühstückt. Können wir gedanklich den Akten zuführen. Nächste Woche geht es dann für die Series B weiter. Ebenfalls am Donnerstag, dann wird der Matthias Weckel wieder himself übertragen in der Moderation, das Thema auf dem YouTube-Kanal für Hovesim Racing, dann euch kredenzen und dann ebenfalls genau, schöne Ostern gewünscht auch von mir, kommt auf jeden Fall gut zu liegen und bleibt mir munter, alles Gute gewünscht, wir hören uns dann im besten Falle nächste Woche wieder, ich glaube nächste Woche Montagabend war noch glaube ich wieder irgendwas. Dann nicht die Rio Racing wieder unterwegs. Lass mich kurz den Kalender gucken. Das wäre so der reguläre Plan. Kalender. Habe ich einen 486er oder was? Genau. Nächste Woche Montag um 20 Uhr gehen wir dann an den Start. Im Finale von der DTM 23 in auf dem Hockenheimring sind wir zu Hause. Genau. Ansonsten, ich muss gucken, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie, wo, was die nächsten paar Tage. Kann sein, dass ich eventuell zu meinen Eltern hochfahre nochmal. Über Ostern jetzt oder auch nicht, weiß ich noch nicht genau. Ansonsten, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Allerspätestens sehen wir uns wieder am Montagabend. In diesem Sinne, Rinjauen, habt schöne Ostern auf jeden Fall. Kommt gut ins Wochenende rein und bleibt mir anständig. Vielen, vielen Dank für die ganzen Gifted Subs und die Resubs natürlich. Rinjauen, auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.